Hallo ihr Lieben, mein Name ist Birgit Suter und heute geht es um die Bevormundung. Auch dieses ist für mich wieder ein super interessantes Thema, weil ich das selber jahrelang getan habe, nicht mit mir tun lassen habe, sondern selber getan habe, aber mir dessen überhaupt nicht bewusst war. Weil Bevormundung ist wieder ein Wort, welches wir auseinanderpflücken könnten. Aber ich erzähle euch einfach mal meinen Ansatz dazu. Und zwar ist Bevormundung war für mich Bevormundung ein riesiger Liebesbeweis, ein sich vor den anderen stellen, sich aufopfern für jemanden, für etwas, voller Hingabe für den anderen da zu sein, um ihn dann im Grunde komplett einzuengen und ihn zu bevormunden. Weil wir in dieser Phase, in dieser Rolle der Bevormundung dem anderen seine Freiheit nehmen. Und das tun wir ganz unbewusst. Erstmal. Kann sich dann drehen, wenden, wie auch immer, wenn es demjenigen, der bevormundet wird, klar wird, dass er halt in dieser Rolle steckt. Und auch wenn derjenige, der bevormundet, merkt, oh mein Gott, was tue ich denn hier? Spannende Nummer. Ich bin sicher, in irgendeiner von beiden Rollen findest du dich auch wieder. Es ist sehr schön und wie ihr merkt, kann ich heute drüber lachen, kann ich das auch gut und locker rüberbringen, weil es tatsächlich für mich pure Liebe ist. Ich beschütze ja in dem Moment, wo ich davon ausgehe, etwas besser zu wissen als du. Gehe ich ja von aus, ne? Sonst würde ich ja nicht denken, wir machen das mal so, das ist besser für dich. Ja? Also so, dass du das Gefühl hast, ich bevormunde dich. Das tue ich ja mit einer komplett guten Absicht. Ja, da stellt sich mir die Frage in diesem Moment, warum denke ich denn, etwas besser zu wissen, was für dich gut ist, als für mich? Oder für, also warum weiß ich besser, was für dich gut ist? Wieso nehme ich mir das Recht raus, zu sagen, ich weiß das besser als du? Warum gehe ich davon aus, dass du es nicht alleine schaffst? Tue ich ja in dem Moment, oder? Warum habe ich kein Vertrauen, dass du alles alleine kannst? Warum möchte ich dich beschützen vor Dingen, die dir vielleicht passieren, wenn du selber hinfällst? Was ja zwangsläufig passiert in Situationen, im Leben, bin ich ja auch. Ja, super spannend. In welcher Rolle auch, also man sich auch befindet, also egal, ob man der Bevormundete ist oder der Bevormunder. Ist für beide Seiten, wenn man es erkennt, nicht schön. Weil beide Seiten gar nicht wissen, wie können wir es denn ändern? Wie kommen wir dahin, den anderen so zu lassen, wie er ist? Wie komme ich dahin, mir selber zu sagen, ich lasse den jetzt einfach, dann muss der eben hinfallen. Dann muss der eben die Schmerzen haben, die ich vielleicht auch schon hatte. Dann darf der vielleicht die Erfahrung machen, vielleicht ist das sein Wunsch, die Erfahrung zu machen. Das kann ich ja gar nicht wissen, ne? Und alles, was wir nicht wissen, macht uns Angst.
alles, was wir, also Angst im Sinne von, wir haben gelernt, dass es uns Angst macht. Weil der Grund eines jeden Seins ist ja Neugierde. Es ist Erfahrung sammeln wollen, es ist leben wollen, es ist zu gucken, was ist da für mich drin? Wie weit kann ich gehen, bevor vielleicht sich irgendwas einstellt, wo es in dem Moment nicht weitergeht? Ja, ich glaube, ich habe gerade ganz viel aufgewühlt. Also die Info fließt, dass da richtig was am Laufen ist. Und ich freue mich, euch angestoßen zu haben. Und möchte noch einen Moment mit euch teilen. Ein Moment der Stille, weil es ist gerade ganz viel Schwindel im Kopf. Und es darf sich noch mal setzen, sodass ihr mit Achtsamkeit und mit einem ganz guten Gefühl mal gucken könnt, lasse ich mich bevormunden? Von wem? Oder mache ich selber? Und wie komme ich da raus? Aus beiden Situationen. Wie komme ich zu mir? Was kann ich tun? Aktiv tun in mir, mit mir, dass diese, ich sag mal, Situation sich ändern kann. Für mich wie immer keine Frage. Aber ich nehme euch jetzt mal mit. Wir schweigen einen Moment, wir holen uns alles, was wir brauchen, dazu und genießen mal die Stille. Tief durchatmen, nicht vergessen, damit du dich für dich öffnen kannst. Ne? Es ist immer wieder wichtig zu atmen. Nur über das Atmen fühlen wir uns. So schön, in diesem Video findet zeitgleich eine Herzöffnung statt, weil wir uns unserer Selbstliebe bewusst werden. In dem Moment, wo wir über diese Bevormundung klar denken können und sie wirklich klar angucken können, gehen wir tief in uns, ganz tief. Das krabbelt mir den Rücken hoch in den Nacken, weil da so viel Liebe drin steckt in dieser Bevormundung. Der Urgedanke der Bevormundung. Mal gucken, was ihr daraus gemacht habt und wie ihr ab jetzt damit umgehen möchtet.
Ich wünsche euch eine traumhaft schöne Zeit.